Das haben wir ein schönes gekriegt. Nicht nur Schrottgeld, grüne Zeug können wir gleich mal so basteln. Ach übrigens, an den Umhang habe ich mich gewöhnt. Eigentlich sieht er gar nicht so schlecht aus. Nachdem mich viele gefragt haben, wo ich den her habe, habe ich mir gedacht, ach, da behalte ich ihn doch lieber mal. Scheint ja doch recht cool zu sein. Gut, dann machen wir weiter. Wo geht's hin? Aufs Grabschiff, glaube ich. Jawohl. Das Grabschiff. Na, los geht's. Schlecht vorbereitet heute. Ah, oh, meine Elunde ist noch voll. Der Zugang, Grabschiff. Ringe des Saturns. Nur ein Schuss vom Grabschiff war nötig. Wenn du durch bist, wird es nie mehr Feuer. Platziere die Teleportlinks so, dass andere Hüter landen können. Nicht jeder hat Tarntech und ein Schiff, das nach Schar riecht. Viel Glück, Hüter. Tarnantrieb eingeschaltet. Na dann. Entdecke gerade Fluktuationen in der Stromversorgung. Entspann dich. Hab das nämlich selbst gebastelt. Wahrscheinlich nur Saturns Strahlungsstürmer, die stören. Aha. Na, nicht wirklich, ja. Hast du meinen Tarnantrieb geschrottet? Ob sie uns sehen können? Oh ja. Sie können uns sehen. Ich glaube, sie sehen uns. Tschüss. Jawohl. Was ist los? Alles in Ordnung? Warum sollten wir nicht okay sein? Sitzen ja hier nur ohne Schiff und Teleportzone fest. Gut. Habt ihr gesagt, mein Tarnantrieb klappt? Na dann. Na komm. Das immer. Okay, ich würde ja gerne sagen, die Stadt steht hinter dir. Doch solange das Grabschiff noch angriffstüchtig ist, ist das ein zu hohes Risiko, Verstärkung zu schicken. Irgendwo hier unten gibt's ein Fragment. Was die Waffe speist. Aber ich weiß nicht mehr wo. Hier scheinbar nicht. Hier könnte es das geben. Das Fragment. Da ist es. Ich sehe es. Da ist es. Da. Da liegt's. Das holen wir uns jetzt erst noch. Nein! Ich habe nämlich hier noch einen Auftrag drin. Drei Stück habe ich schon. Na gucke. Holen wir uns gleich noch das vierte. Komme ich jetzt überhaupt wieder hoch? Na geh! Oh. Jawohl. Und zwar ganz hier hinten gibt es noch eins, das holen wir uns gleich noch. Aber ich glaube, jetzt müssen wir uns erstmal wegfrei kämpfen. Ah, da ist ein kleines Licht, da müssen wir hin, würde ich sagen. Das ist das gleiche Ding, das wir gesehen haben, bevor Phobos zerfiel. Da müssen wir hin, jetzt holen wir so aus dem Fragment hier hin. Eine Art Sonde. Sieht nach Ärger aus. Wenn wir die fünf Fragmente haben, dann kriegt man nämlich schon eine neue Aufgabe. Jo. Jetzt gehen wir mal gucken, was wir machen müssen. Was müssen wir denn eigentlich machen? Ich habe keine Ahnung. Das Grabschiff. Überlebe die...
Kampfschiff und ein Brückenkopf, alles klar. Was immer das auch sein mag hier. Wir müssen irgendwo eine Teleportzone, glaube ich, einrichten. Die Brücke auf die andere Seite ist gerade verschwunden. Gab's nicht hier auch noch eins? Eine Sekunde, ich frage Aeris. Nee. Sie sagt, es sei wahrscheinlich bloß ein Resonanzzauber, was auch immer das sein soll. Also, sei einfach bei allem vorsichtig. Hm. Wie wär's, wenn du mich rauslässt und ich sehe mir das mal an? Da geht's lang. Wenn du mich rauslässt und ich sehe mir das mal an. Herrlich. Der Geist. Zack. Ich weiß es nicht. Gibt es hier irgendwo was? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Gehen wir mal weiter. Wenn wir uns jetzt hier doof suchen. Ich glaube, wir müssen hier lang. Da ist irgendwas zum Scannen. Laut dem Weltengrab nimmt die Schar diese Würmer in sich auf. Nicht als Nahrung, sondern zur Erhaltung ihrer Art. Da oben, da oben, ich hab's gesehen. Motten und Würmer, alles Dinge, von denen unsere Erdenalten glaubten, dass sie von den Toten stammen. Nur ein Gedanke. Da ist es. Neuer Schritt. Muss man wieder rauskommen hier irgendwie. Was müssen wir jetzt machen? Suche. Sprich mit Aeris, das machen wir dann. Jetzt gehen wir erstmal hier durch. Ah, hier gibt es nichts weiter. Geh durch, komm. Yippie-yay. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Glück mit der Waffe gehabt? Wir haben nur die Oberfläche des Grabschiffes angekratzt. Aha. Die Schar begrenzt die essentiellen Vorgänge auf das Zentrum ihrer Architektur. Du wirst dir schon die Hände schmutzig machen müssen. Okay. Diesen Weg freigeräumt. Gucken wir uns das mal an. Nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Oh. Auch gleich mal ein bisschen Muni sammeln. Da ist der Hof von Oryx. Tja, und nur? Hoch, runter. Warum zeigt er mir hier nichts? Diese Energie treibt die Waffe an. Kate, was machen wir jetzt? Okay, einen Augenblick. Aeris faselt etwas von den nekrotischen... Ach, schieß einfach drauf. Ah, mein Schild ist aktiviert. Ich schalte ihn für dich ab. Ups. Der Kanal ist fertig. Doch ich entdecke weitere, die die Waffe mit Energie speisen. Finde sie. Das Schiff wird das Feuer nicht einstellen, bis du nicht alle abgeschaltet hast. Guck mal, wie der rumspringt hier. Wie so ein kleines Äffchen. Da bleibst du eben da. Da bleibst du eben dort. So. Liegt ein bisschen Muni rum. Weg mit euch. Kann euch nicht leiden. Oh, schwere Muni. Und nur?
Ach, da hoch muss ich. Alles klar. Hier rein, ha? Keine Ahnung. Dann gehen wir mal hier rüber. Na ja, klar. Gehen wir mal hier lang. So, jetzt. Hier hoch. Hier lang. Da ist es. Aha. Irgendwo ist ja noch jemand. Da hinten, da hinten. Hallo? So, das war Nummer 2. Noch ein Kanal zerstört. Weiter geht's. Was ist das hier? Spawnhöhle. Naja, gut, dann gehen wir hier weiter, würde ich sagen. Ne? Muni einsammeln, ist immer wichtig. Da oben muss ich rein. Hof von Oryx, naja, geht's los, war ja klar. Ah, die Waffe ist so fett. Aber ich habe schon wieder so viele Marken gleich mal schon wieder. Ich habe mir den nachher mal beim Toten Orbit kaufen, glaube ich. Das Scout gehört. Das hat ein bisschen mehr Munition. Ein bisschen mehr Schuss im Magazin. Das ist mir manchmal hier ein bisschen. Oh, Hexen. Oh, Hexen. Jawoll, mir ist so ein kleiner Wichser da vorgelaufen. Na ja, klar, das kleines Miststück. Das da oben. Ach, so ein Auge. Nicht nachladen. So. Die Waffe ist zerstört.
Kate, wohin geht's als nächstes? Die Waffe ist zerstört. Die Teleportzone muss einsatzbereit sein. Was sind das da drin? In deiner Nähe ist ein riesiger Höhlenbruch. Ach, der Hof von Oryx ist das hier. Besser geht's nicht. Hier ist der Hof. Mhm. Na gut, hier geht's lang. Hof von Oryx. Was muss man jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Sichere die Teleportzone. Na ja, gut, dann sichern wir mal die Teleportzone. Wo bin ich hier? Ach, hier bin ich vorhin hergekommen. Von da drüben. Bin ich im Kreis gelaufen. Bin ich mal im Kreis gelaufen. Gehen wir mal hier so lang. Genau, hier war es. Hier haben wir die Dinger weggeballert. Hier geht's rein. Haha, hier ist ein Weg. Ach, jetzt komme ich da bestimmt im Mausoleum raus. Yep. Ein Kabalschiff in Himmelsbrennerfarben. Muss von Phobos gekommen sein. Kabale? Um die kümmern wir uns später. Sichere die Teleportzone. Ah, wo ist er? Ach nee, jetzt bin ich ganz am Anfang hier. Da guck er ja rein. Aktiviere den Teleport-Link. Unser Schiff ist im Anflug. Ah, dann können wir das wegmachen, ja. Weil, ah, hier. Ich glaube, was Grünes. Hey, Zavala. Willst du wissen, wie eine Teleportzone auf dem Grabschiff aussieht? Du hast einen Hüter ohne Erlaubnis auf dem Grabschiff landen lassen. Bekomme ich die Autorisierung? Wir sprechen später darüber, Hüter. Kümmere dich um den Panzer oder die Teleportzone spielt auch keine Rolle mehr. Ach du Scheiße. Da holen wir uns mal. Warum schießt denn der hier auf mich? Ich bringe dir ein paar Kisten mit Munition. Die wirst du brauchen. Na ja, oh!
Ich sehe nicht nur ruhig. Da. Gerade über deine unorthodoxe Mission. Dein Sieg, egal mit welcher Methode, ist ein Vorhutsieg. Dir gebührt unser Dank. Jeder liebt eine schlechte Idee, wenn sie funktioniert. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, Hüter, mir steht eine unangenehme Unterhaltung mit Aeris. Ja, mach mal deine Unterhaltung mit Aeris. Sehr schön. Oh, der Bogen ist fetzig. Ja, noch ein paar Sachen wegballern, ja, das bringt Zeit. Na? Schießt du dir auf mich? Du spinnst wohl. Sehr schön.